Wusch! Wusch! Brot, Brot, Pfeil, Fleisch! Eigentlich müssen wir so einen Jingle mal finden. Ja, müssten wir. Hätte was. Wir sind wieder zurück. Seit langer Zeit. Ich erinnere mich sogar, was ich das letzte Mal machen wollte. Ich wollte Glas haben. Soviel ich weiß. Ich weiß nicht mehr, was ich das letzte Mal machen wollte, deshalb endlich jetzt einfach weiter. Ich weiß, aber wie weit war ich damit? Ich glaube, ich habe gerade die vier Glas hier rausgeholt. Ja, hier ist nichts. Wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir die letzten anderthalb Wochen. Wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir wissen, was wir tun. Ja. Da ist immer noch das Ursuleum, das noch nicht so spektakulär aussieht, aber es wird noch, Das wird noch. Sobald wir Diamanten finden und in den Nether gehen, versprochen. Wenn wir dann Diamantblöcke anfangen zu machen und das Ganze dann mit Diamantblöcken ausschmücken. Ich brauche ein neues Eisenschwert, das wollte ich machen. Ich hätte mir eine Goldaxt gemacht. Ist immer noch ein Pferd in unserem Haus drin. Perfekt, zwei Eisen. Komm schon. Und dann gehe ich mal gleich ein bisschen Sand holen. Für Namensvorschläge für das Pferd sind wir übrigens offen. Ja, wir wollen dem Pferd einen Namen geben. Ja, wieso nicht? Ich dachte, wir sind jetzt voll asozial und geben dem Eisgold keinen Namen. Nennen es einfach Pferd. Nein, das können wir nicht machen, das arme Pferd. Wenn jemand Pferd schreibt, den schlage ich. Nee, Mann, ich will meine. Achso, da sind meine Katzen. Ja, ich erinnere mich, irgendwer hätte mich eventuell getötet. Ja. Ich weiß nicht. Wer mich umgebracht? Ich hab's vergessen. Filmbruss, ich war so betrunken. Nee, niemand hat dich umgebracht, Jan. Du hast noch einen weiteren Diamanten gefunden. Achso. Hey. Weißt du doch. Alter, diese Goldachse ist richtig geil, Mann. Die baut so überschnell ab, die ist richtig nett. Ich mir gut. Bist du aber nach zwei Blöcken kaputt? Nee, warte. Nach 32. Ja, das sind ja fast zwei. Nachdem du 30 abgebaut hast, also. Ja, stimmt. Aber trotzdem, ich meine, die baut einfach extrem schnell ab und ich meine, Gold, wofür willst du Gold benutzen? So, jetzt muss ich einen Platz finden, wo ich Sand abbauen kann, ohne dass das hier die Landschaft zerstört. Geht einfach überschnell. Wir haben hier auch nicht wirklich Sand in der Nähe, oder? Doch, klar, da. Unter der Brücke. Soll ich dir was, warte, ich baue dir was ab und tust dir dann. Nein, ich meinte nicht hier in der Nähe, so dass die Landschaft zerstört, oder? Oh, da sehe ich einen riesen Zerstört Bild. Doch nicht die Landschaft. Naja, ich habe hier noch Sand gesehen. Ich habe gerade Erde abgebaut. Das ist kein da Sand. Da steckt ein Pfeil im Sand drin. Aber ich hole einfach mal den ganzen Sand hier raus. Sand. Okay, er hat irgendwie die Melodie erkannt, finde ich voll lustig. Das war die Hans Blomberg Show. Kenne ich. Läuft immer auf RTL. Wir hören immer RTL am Morgen. Also meine Mutter und meine Schwester. Die hören immer RTL am Morgen. Da kommt immer Hans, die Hans Blomberg Show. Naja. Aha. Sehr interessant, du guckst RTL. Nee, das ist ein Radiosender, William. Radio RTL. Ja, echt? Echt, Radio 104.6 RTL, das ist ein Radiosender. Ja, stimmt, den kenne ich ja sogar. Ausnahmsweise mal. Da kommt auch Musik. Was ist Musik? Richtig hipster Musik kommt da. So, ich hole mir jetzt einfach ganz viel Glas. In meinen Sand. Und dann mache ich da draus viel von Glas. Der Hans Blomberg Show. Aha. Und ich hoffe, ihr findet das nicht wirklich was für Ohrwurm, finde ich. Naja, macht nichts. Ja, eventuell fragt ihr euch, wie die Pläne denn demnächst jetzt mit dem Kanal aussehen. Also, ja, William macht ja immer noch so das Fern. Werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen machen. Jo. Und mal zu mir. Ich mache ja World of Tanks. Nach wie vor. Und hatte dann die folgende Idee. Mal so als Interaktion mit den Abonnenten, dass ich mal so einen Abonnenten-Clan da mache. So ein, heißt glaube ich Clan, ne? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall mache ich da mal einen. Bei gegebene Abonnentenanzahl, das heißt bei den Abonnenten, die wir momentan haben, macht das keinen Sinn, weil 7. Ja, und niemand aber, davon spielt World of Tanks, also von daher. Halt die Fresse. und wenn es dann genug sind, dann mache ich mal einen auf und dann könnt ihr da rein. Und ich habe mir auch ein neues World of Tanks Konto gemacht und da werde ich auch die Let's Plays jetzt drauf machen. Das heißt, ich werde nicht mit meinem Kalino-Account spielen, sondern mit dem neuen Account mit dem besten Namen der Welt. Ihr habt jetzt. Nicht Kalino. Schreibt eure Namensvorschläge jetzt in die Kommentare. So, 5, 4, 3, 2, 1. Nur 5 Kommentare kommen durch. Ich heiße so heiße ich. Das ist mein neuer Account. Aha. Jetzt müsste ich nur noch wissen, ob der auf dem europäischen oder auf dem amerikanischen Server ist. Weiß ich nicht genau. Er ist auf beiden. Echt?
Wie geht das für beide? Ich weiß nicht. Keine Wo bist Ahnung. Du? Ich bin beim Sand. Ich mach das Wasser zu. Ich habe 1,5 Stacks Sand. Ja, ich will mehr. Du willst immer mehr. Hast du die Kühe gefüttert? Keine Ahnung. Jetzt habe ich die Kühe gefüttert. Na, du bist ja unser Farmer. Wieso sind bei mir keine Partikel gekommen? Wahrscheinlich, weil ich die ausgeschaltet habe. Ja. Aber beim Blöcke abbauen kommen wir mit der Partikel. Naja, macht doch nichts. Kann ich den ganzen Sand hier noch rausholen? Hans, Blombergen. Jetzt habe ich einen Offen für was anderes. Und immer schön Englisch, nein, Kinder. William und ich werden heute unsere mündliche Englischprüfung. Aha. Unsere Glaube ich nicht. Mündliche Englischprüfung. Mann, dieser scheiß Creeper hat meinen Sand in die Luft gesprengt. Mein Sand, ja. Na warte, den Creeper gebe ich noch auf die Fresse. Warte, den Creeper kriege ich noch. Ich habe hier wunderschön das Wasser zugebaut, damit ich den Sand in Ruhe abbauen kann und da sprengt er den einfach in die Luft. Ja, das gibt's ja nicht. Ups. Gut, da hole ich mir noch das Holz zurück. Ich hab's natürlich Partikel. So klug wie ich bin, hatte ich nichts zum Zubauen dabei, deshalb habe ich das Holz benutzt. Alle Partikel. So. Alle Partikel. Wo soll ich denn dir deinen Sand hinschmeißen? Einfach in die Truhe irgendwo. Gut, ich tue das unten in die Tor rein mit den. Naja, du wirst. Einfach nur irgendeiner, ich finde das schon. Genau. Sind ja nicht so viele. Ich bin ja klug, ich gehe auf dem Gymnasium. So. Springen, weiter springen. Springen. Oh. Ich dachte, wir singen jetzt. Nein. Schade. What would you like to see, Lord of the Rings? Stars. Ach, wir haben einen Bogen und ein Steinschwert. Ja, der Ring kann man immer benutzen. Ja, das glaube ich auch. Das kennt jeder. Ich glaube, wir hätten auch einfach irgendwie so raus und können jagen vorne. Wäre, glaube ich, auch sehr witzig gewesen. Ich muss sagen, ja. Ich hätte gelacht. Ja, das wäre aber nicht sehr seriös rübergekommen. Das stimmt natürlich. Wir haben eindeutig zu viel Deutsch. Ja. So. Was jetzt erst? Ich back jetzt mal ein bisschen. Achso, warte, dein Sand. Ja, den. Ja. Den gebe ich dir mal, ne? Was ist mein Sand? Was ist mein Sand? Au! Was sollte das denn jetzt? Das sah aus deiner Perspektive jetzt bestimmt lustiger aus. Ja. Du hast so ein Sand, auf einmal bist du so von der Seite angeschossen. Ja. Das hatte schon was. Ja, du magst es doch nur, wenn ich angeschossen werde. Der wurde es angeschossen. Ja. Finde ich, um ehrlich zu sein, wirklich geil. Aha. Interessant, was du schon. Hast du schon Clay gefunden? Nee. Hier ist ein Skelett, ich muss es töten. Was war das denn gerade? Hast du zufällig schon Clay gefunden? Na, da stand ein Skelett. Zufällig schon ein bisschen und dann. Da gibt's ein bisschen. Dann kann man eigentlich im Programmcode umändern, dass da steht anstatt Died, Found a Diamond. Wäre mal eine Idee. Bestimmt. Wollen wir den Zuschauern denn von einem bestimmten Projekt erzählen, an dem du gerade arbeitest? Und dem du mir heute erzählt hast? Ja, können wir machen. Na dann erzähl mal. Also, ich bin gerade in meiner unendlichen Programmierbegabung dabei, ein Brotbrot-Spiel zu machen. Und William ist wirklich gut. Im Programmieren. Ich bin guter als gut. Ja, das stimmt. Wieso packe ich Sand in den Öfenraum, wo gar keine Kohle drin ist? Ich bin noch bescheuert. Wo kommen denn Pfeile hin? Ich tue die mal in die Kiste mit dem Bogen. Okay, das Gras brennt. Hans, Blombergschutz. Wer hat denn da die Birdschutz-Zeppelings reingetan? Also so. Boah, wir haben noch Dark Oak. Sweet. Natürlich haben wir noch Dark Oak. Wir müssten mal Jungle finden eigentlich. Dann hätten wir mal alle, also fast alle irgendwie. Hätten wir da nicht mal alle? Gehen wir ein bisschen in die Richtung erkunden. Ich überlege, was ich jetzt mache. Nein, natürlich beinahe. Ich glaube, ich erweitere mal das Feld, ne? Ja. Ja, guck ich. Haben wir eigentlich Karotten oder Potatoes? Weiß nicht. Nee, haben wir nicht. So. Das ist echt schlimm, ich habe richtig einen Ohrwurm jetzt davon.
Aha. Dann mach was anderes, um einen anderen Ohrwurm zu kriegen. Ja. Ein Kinderzombie. Was? Ein Kinderzombie. Achso, ein Babyzombie. Oh, los, der hat mir eine Kartoffel gedroppt. Nice. Wie geil, der hat mir eine Kartoffel gedroppt. So. Moment, der ist kaputt. Eisenaxt. Mann, wie. Achso, Tarzan, ich bin Ben Tarzan, ich schwinge durch die Bäume. Oder lauf oben drauf, beziehungsweise. Was ist das denn für eine Ironie, Alter? Hm. Haben wir schon Kartoffeln? Ich glaube nicht. Und dann auf einmal finde ich eine Kartoffel. Ja. Ich habe die einfach in dem Kinderzombie gefunden. In dem Kinderzombie. Ja, der wollte nur was zu essen haben, hat sich eine Kartoffel genommen, dann bringst du ihn um und klaust ihm die. Ja, so mache ich das mit Kindern. Ja. Ja. Diese armen, hungernden Kinder, die du ausbeutest. Oh, in nein, Afrika. Behindertspinne. Jetzt habe ich das Feld kaputt gemacht. Ja. Ich schätze, jetzt töte ich die Spinne. Oh, jetzt hat mich die Spinne angesucht. Okay, die Spinne ist tot. Ich bin langsam durch den ersten Wald mit diesem Schwarzeichenholz. Jetzt bin ich bei den anderen Holzdingern da. Oh, die Schwarzeichenholz. Tannen, bin ich bei den Tannen. Wenn du Jungle findest, sag mal bitte Bescheid, das hätte ich gerne. Okay. Also werde ich gerne die Saplings von. Oh, ein Skelett. Zwei Skelette. Ich werde angegriffen. So. Ich reise jetzt einmal um die Welt. Jetzt wäre ich fast in zu Fuß. Zu Fuß um die Welt? Zu Fuß um die Welt. Klingt wie ein Filmtitel. Ja, okay, wir machen mal einen Film. Brust, der Film kommt. Noch. Bestimmt. Wenn Jonas mal eine ordentliche Internetseite hat, könnte er den sogar hochladen. Ja, was? In Bezug auf Jonas. Wir hatten mit Jonas mal so ein spontanes Bildervideo gedreht, zum Spaß, also er hatte das einfach aufgenommen und dann haben wir gesagt, ja gut, laden wir das halt hoch. Das Problem ist, wir haben Jonas jetzt in längerer Zeit nicht mehr gesehen, also irgendwie seit 2 Wochen oder so, weil er wohnt auch recht weit weg. Ich habe Ursulas Verwandten gefunden. Wehe, du bringst es um. Das sind ganz viele. Ich habe nur einen umgebracht. Und jetzt das drei, die ich umgebracht habe. Ja. Leute, ich habe gerade aus Versehen. Ich habe gerade durch richtig schnelles Klicken aus Versehen Wasser dupliziert. Aha. So witzig. Das war doch schon. Mein Schwert ist kaputt. Auf jeden Fall hatten wir ein Real-Video gedreht und deshalb kam auch so lange nichts, weil wir überlegt haben, okay, was machen wir jetzt da draus? Oh Gott, ein Baby-Zombie mit. Ein Baby-Villager-Zombie mit einer Schaufel. What? Hol mir die Schaufel, ich will die Schaufel haben. Hat dann nicht getroppt. Das ist jetzt scheiße. Okay, also. Da ist noch normaler Wall. Also wirklich was Besonderes gibt es hier nicht außer Kürbisse. Ich hol jetzt mal noch die Schaufel Kürbisse. Kaputt. Jetzt bin ich gearscht, mein Schaufel ist kaputt und ich werde angegriffen von dem Skelett. Ich hol noch die Kürbisse, dann komme ich zurück. Komm zurück zu mir. Niemals. Okay, so. Ich hab das Skelett getötet. Alles gut. Jetzt bin ich Creeper. Oh nein, ich bin runtergefallen. Wehe, du sprengst mir die Brücke weg. Nein, beschützt die Brücke, Jan, mit deinem Leben. Hab ich vor, ich hab die Brücke ja auch gebaut. So. Ja. Oh Gott sei Dank, ich hab den Creeper getötet. Okay. Das Skelett hat bei mir gerade gar nicht rumgelegt. Ich hab's geschlagen, es fliegt in der Luft, ich kann's nicht schlagen, es passiert nicht. 3 Sekunden später kommt es erst auf den Boden auf und ich kann's nochmal schlagen. Ey du, ich müsste mal aufnehmen, dann würden die Leute mal sehen, wie es bei mir rumlegt. Bau die Kürbisse ab, die verschwinden nicht, die tauchen wieder auf. Oh, Kürbisse sind super. Ja, können wir uns Kürbisse machen. Was ist da gerade los? So, ich habe ein paar Kürbisse mitgenommen. Oh, ein Schafer. So. Ah, die Sonne geht gleich wieder auf. Endlich ist eine Nacht vorbei. So. Ich find's toll, dass Schafe übrigens Fleisch droppen. Das war ja früher nicht so. Ja, ne. Das finde ich auch cool. Hat was, finde ich, weil es irgendwie realistisch ist. Ja, wir können Schafe essen. Wäre cool, wenn Menschen Fleisch droppen würden. Ja, dann würde man sich am Anfang die ganze Zeit gegenseitig umbringen und dann essen. Genau, Villager-Fleisch. Nach dem Prinzip. Ich glaube, so was Ähnliches geht mit dem Kannibalen-Mod oder so. Nee. Echt jetzt? Echt? Ja. Ich habe gerade Wasser platziert. Das ist einfach verschwunden. Finde ich nicht so geil. Ach. Bin getroffen.
Stirb Creeper, der im Wasser drin ist. Haha, du kannst so. Nichts tun, jetzt bist du tot. Ich hab den Creeper umgebracht. Das hört sich auch so an, du kannst nichts tun. Das hört sich auch so an, ein bisschen, als ob du so in den Kindergarten gehst und kleine Kinder verprügelst. Und so, du kannst nichts tun. Was du manchmal so für Vorstellungen hast, ich weiß auch nicht. Ja, du, wegen dir. Sollte man sich Sorgen machen, William? Ja, um dich. Okay. So. Das ist jetzt meine Schuld, dass du an Kinder denkst. Das ja. klang jetzt falsch. Ja, aber das war auch so gemeint. Ach, scheiße, ich habe keine Knochen, oder? Doch, ich habe 4 Knochen. Hier sind Wölfe. Ich habe einen Zombie geschlagen und der ist in der Luft verbrannt. Oh, jawohl, ich habe einen Hund. Das war eine Szene. Oh, jawohl. Wie nennen wir den Hund? Mehr Hunde. Wie nennen wir den Hund? Was? Wie nennen wir den Hund? Hör auf, mich zu schlagen, das ist behindert, das brenne ich. Achso. Oh, noch einer. Ich würde sagen, die Namensvergabe gehen wir mal frei, oder? Wie viele Hunde hast du jetzt gefunden? Also 3 Hunde habe ich jetzt schon. Einen Wolf habe ich noch gesehen und ich habe noch Knochen. Ja gut, dann denkt euch mal ein paar Namen aus, ne? Der Wolf hat gerade um 3 oder 2 Knochen gefressen und ist trotzdem nicht mein Freund. Was ein Wichser. Töte ihn einfach. Nee, dann werden auch seine Wolffreunde aggro. So, wenn hier noch welche sind, dann kriege ich nie wieder Hunde. Was essen Hunde nochmal? Die essen was? Fortpflanzen. Die können sich fortpflanzen? Ja. Echt? Cool. Die fütterst du und das funktioniert genauso wie bei Kühen und so. Aber ich weiß nicht mehr, womit man die füttert. Mit irgendwelchem Fleisch, glaube ich. Warte, ich google mal kurz. Also in einer anderen Version war es auf jeden Fall einfach nur Fleisch. Ich weiß es nicht, ich google mal schnell. Minecraft, mein Rücken hat gerade geknackt. Ficky, da haben wir es. Minecraft Ficky. Vielleicht. Oh nein, 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 ach Gott, ich bin fast vom Baum gefallen. Und? Da sind Schafe. Und nicht wenig Schafe. Züchtung und Wachstum. Ich mach mir einen Teppich aus euch. Ein paar soll ich am Leben lassen für einfangen. Es ist Fleisch. Egal welches. Ja, ich denke. Okay, gut zu wissen. Wo sind meine Hunde hin? Ich dachte, die teleportieren sich nach, oder? Was? War es nicht so, dass sich Hunde dann nachteleportieren? Ja, glaube ich auch. Okay, weil ich sehe sie gerade nicht. Die droppen leider nichts, schade. Und ich habe es sicher aufstehen lassen. Auf der Wiki-Seite steht auch, ja, das bringt gar nichts, wenn man die Jungtiere schlachtet, wieso auch immer man Hunde schlachten sollte, wissen doch keine Chinesen. Das ist jetzt rassistisch, aber ist das wahr? Ich bin immer rassistisch. Meine Hunde sind verschwunden. Die machten wahrscheinlich keine Rassisten. Danke, jetzt hast du mit dem Rassismus meine Hunde verjagt. Entschuldigung. Vielleicht sind sie auch nur irgendwo unten im Wald verschollen. Oh, ich hol mir mal ein paar Seeds. Bei welchen Koordinaten bist du gerade? Ich bin gleich wieder da. Achso, na dann. Ich seh dich schon. Wie soll ich das Feld expandiert hat? Das sehe ich noch nicht. Nein, aber wenn du dann wieder da bist. Aha. Hallo. Du hast das Feld expandiert, oder? Ja. Ja, und hier sind unsere kleinen Kühe. Wir müssen mal was ordentliches für die bauen. So ein ordentliches Gehege. Mach ich dann nächste Folge. Wir sind nämlich fast durch, wir sind schon bei 19 Minuten. Ja, dann sind wir mit dieser Folge quasi durch. Jo. Oh. Quasi-Dasi. Oh, ja, im Quasi-Dasi-Land. Nee, Quasi-Dasi-Land war das. Ja. Im Quasi-Dasi-Land. So, dann kann ich ja jetzt mein Glas aus den Öfen nehmen. Boop, boop. Oh, das war eigentlich zu viel. Boop. So. Komm. Hans. Da war noch was drin. Das ist das Niveau als Titel, als Überschrift. Hans Blomberg Show. Okay.
Okay, Jan. Wie ist bitte eine Spinne in dein Haus gekommen? Na, wahrscheinlich durch irgendeine Spalte, ne? Du hast mal den Kammerjäger gerufen. Ich bin gerade in den Keller gegangen zu den Öfen und da war auf einmal eine Spinne drin und alle Türen sind zu. Läuft bei dir. Du hast mal den Kammerjäger gerufen. Wahrscheinlich ist irgendwas da nicht ausgeleuchtet. Warte mal kurz. Ey, wie macht man denn das? Warte mal kurz. Hat irgendwer einen Plan, wie ich das mache mit dem... So, halt. So. Wir haben doch Karotten. Und Kartoffeln. Echt? Ne, die liegen in der Kiste unten. Oh. Macht nichts. Auch da, wo die Pferderüstungen drin liegen und so. Und wir haben schon Kürbisse. Macht nichts. Ah, oh, die Kürbisse könnte ich mal anbauen. Hä, wie lasse ich mir... Oh. Wie kann ich mir das anzeigen lassen mit dem Licht, weißt du das? Wie anzeigen lassen? Naja, man kann sich... Oder es geht, ist das eine Mod. Wo man sich das anzeigen lassen kann mit dem Licht, wo da überall gelbe und rote Kreuze sind. Ich glaube, das war eine Mod. Och man. Das sollten die auf jeden Fall ins Originalspiel rein implementieren. Das muss ja realistisch sein. Alter, der Baum wollte mein Haus töten. Sind wir jetzt mit der Folge durch? Ja, schon seit einer Minute. Okay, dann verabschieden wir uns mal hier. Genau. Wir sind die Brotbros. Bis dann. Brotbros. Schuh.